So, hallo, herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 mit dem guten oder mit der guten alten Plätze und mit Franconia und natürlich Geralt, dem Hauptprotagonisten hier. Ach, Freunde, ist das schön. Ach, und die Musik ist auch wieder so toll. Ich freue mich, wir sind unterwegs. Ich zeig's euch mal auf der Karte. Ach, scheiße, ich bin ja überladen. Ach, Gott, oh Gott. Wir müssen... Scheiße. Fuck. Wir müssen wieder umdrehen. Und dann darüber reisen. Und ach Gott. Ja, also umdrehen. Lass mir die Ertrunkenen sein. Also ich finde es schon landschaftsmäßig, finde ich schon. Lauf, Plätze. Ja, ist schon der Kracher hier, muss ich schon mal sagen. Ist schon echt der Kracher. So, plötzlich steigen wir hier ab. Wir sehen uns ja gleich wieder, ne? So, wir könnten eigentlich hier ganz nach da drüben reisen. Beziehungsweise wir könnten hier hin. Ist es natürlich kürzer. Wir reisen aber hier hin. Warum? Weil wir es können und weil wir, ja, vielleicht gibt es das ein oder andere hier noch zu entdecken. Ibi, ja, ist doch schon, sind wir doch schon gleich da wieder. Ja, wir machen harte Zeiten, setze deinen Hexensim ein, um den kaputten Wagen zu untersuchen. Ach scheiße, ich kann ja nicht, ja, stimmt. Jetzt habe ich die ganze Zeit probiert, schnell zu laufen. Aber wollte doch nicht so, wie ich will. Denn wir haben keine Kohle mehr. Dafür ist das bitter. Ich mag ja dieses Naturbelassene immer, ne? Nicht so schnell, Plätze. Hier diese... Ach, wie cool das schon wieder ausschaut hier. Keine Panik auf der Titanic, Freunde. Wie cool da immer die Sonne durchbricht, ne? Das sieht schon richtig geil aus, finde ich, muss ich schon mal sagen. Entschuldige, so. Was haben wir eigentlich hier für einen Puff? Waren wir hier schon mal, aber hier gibt es, glaube ich, nichts. Ne? Mach langsam. Ich könnte aber hier mal ab. Steigen und mal gucken. Ah, guck mal hier. Und wie wir was hier bekommen, ey. Wasserflasche. Zwergenschnäpsle. Doch vielleicht noch was. Jawohl, ja, leere Flaschen. Dinge, die Welt nicht braucht, aber die wir mir natürlich gerne mitnehmen. Herzogswasser und Leinen, Junge. Sehr schön. Hui. Können wir hier rein? Nein. Ich glaube, wir müssen hier sogar von der anderen Seite rein. Oder? Nee. Drehung. Ich glaube, der Haupteingang, der war schon da, wo wir waren. Was ist eigentlich das für ein Scheiterhaufen? Vielleicht irgendwie was drunter, irgendwie Holz oder so? Das sieht schon richtig... Ja, also ich glaube nicht, dass hier arme Leute gelebt haben. Wisst ihr, was ich meine? Also ist schon recht gut hier, groß, ne? Und auch mit diesen Mustern. Ach, wir können hier sogar rein. Früher gab es auf den Inseln kaum Fremde. Was? Ach, du bist hier, da ist einer hier, hier wohnt einer. Hier
Hier wohnt einer. Hey, du hast aber Asche hier, ne? Oder die Waldhüter. Früher gab es auf den Inseln kaum Fremde. Ja, jetzt sind wir alle da. Ist was gegen Ausländer? So, ich schau mal kurz bei dir da drüben rein, mein Freund. Ja, hier ist die, ja. Alter, du bist aber richtig gut beieinander hier, ne? Was jetzt so die Größe angeht, hier hast du quasi so deinen... dein Bücherregal oder was? Und hier hast du ein Mordsbett, Alter. Was feierst denn du hier für Orgien? Alter, Verwalter, Alter. Also hier ist ein Bett, hier ist so ein, ja, normales, sag ich mal. Aber hier, Alter, Junge, Junge. Das ist ja seltsam. Warum? Ach, hier ist auch noch Bücherregal. Kann ich mit dir reden? Sei gegrüßt, Hexer. Ach, wegen den vermissten Bergleuten. Ja, das machen wir anders. Leb wohl. Also wir kommen noch hierher, wir machen aber erstmal den, wer weiß, was das. Wer weiß, was das für eine Mission ist, mit welcher Stufe. Aber sauber, Alter, ey. Da hier wohnen doch noch mehr, oder? So. Nein, machen wir natürlich wieder an. Soll ja nicht im Dunkeln hier wohnen. Und hausen. Schade, da hast du hier eine Kochstelle, ne? Da hast du Mods locker für 6 Mann. Früher gab es auf den Inseln kaum Fremde. Also wirklich. Da Kochinsel. Hier hast du ja. Kleines Orgienzimmer. Okay, mein Freund, ich komm wieder, keine Panik. Du warst wohl dort im Bergfried, als die Wehrbären angriffen. Wohl. So, Blitze. Ich pfeif dich mal her. Bitte komm hier runter. So ist brav. Hier waren wir aber auch noch nie, ne? Und kann sein, dass wir hier schon mal waren, aber dann war es vielleicht abgeschlossen. Das könnte sein. Schau mal her, hier wohnen voll Leute. Hey, Mahlzeit. Beweg dich. So, wir greifen mal hier rüber. Ach, schau her, hier haben wir einen Händler. Langsamer. Gerard, Seewald hat da Fälle verkauft. Hier ist aber Mods was los bei euch, muss ich schon mal sagen. Ja, du Schweins haben wohl Männer gegen die Schwarzen. Ach, du bist da. Von sie erwarten sie. Heute könnte dein Glückstag sein. Hart verdientes Geld ausgeben, das ist eine Kunst für sich. Da bin ich gespannt. Wir können auch hier den Gewinn spielen. Lass mich mal sehen. Okay, er hat was. Also dem können wir schon was aufdrehen da. Dem können wir schon einiges hier aufdrehen, hat er gemacht. Sehr schön, endlich, Freunde, endlich, ey. So, Rüstung der großen Sonne. Alter, die kostet ja richtig Kohle, ne? Aber wir brauchen sie ja nicht, ne? So. Was schon? Der hat minus 30. Minus 16, minus 13. Minus 2, minus 35. Können wir aber leider nicht. Sieht aber cool aus, ey. Ja, wir werden aber, denke ich, trotzdem die verkaufen. So, jetzt hat er noch gute 400, der gute Mann.
Können wir nicht. Die könnten wir halt noch, ne? Ja, komm. Weg damit. So können wir wenigstens wieder ein bisschen schneller laufen. So, da könnte man was verkaufen, theoretisch. Und das machen wir auch. Das Buddha-Messe, das Körbler, das da, das da, das da. Das da. Das da. Das da. So, jetzt haben wir noch 4. Passt, verkaufen wir das noch. Sehr schön, mein Freund. Was ist das? Reiseführer, Skellige, okay. Ja, er persönlich hat ja, ja. Mich wundert es, dass hier ein Händler ist, ey. Der macht doch hier gar keinen Umsatz, oder? Wollen wir Karten spielen? Komm, mach mal kurz eine Runde. Mach mal ganz schnell eine Runde hier. Das denke ich auch. Darum möchte ich es jetzt vervielfachen. Hast du Lust auf eine Partie Gwent? Der verdient doch gar nichts, oder? In der alten... Okay, jo, wir haben ja... Ja, passt eigentlich, ne? Ich hoffe, wir haben gute Karten und ich beginne sogar. Der da nördliche Königreich. Dann können wir die getrost wegtun und wieder. Sehr schön, wir haben richtig gute Karten. Wir haben richtig gute Karten. Oh, und er hat relativ wenig, ne? Dann gucken wir mal, was er drauf hat, der gute Mann. Oh, der hat aber eine 5er Karte. Da verdoppelt er doch gleich. So, 13, 10. Ui. Ui. Ist das nochmal diese Belagerungskarte, genau? Jo. Nein. So ein Sack, ey. So ein Hund. Boah, eine 15er. Alter Schwede, eine 15er hat er. Scheiße, scheiße, scheiße. Verfluchte Scheiße, ich hab verloren. Boah, fuck. Ich pass mal. Ach, ich hab verloren. Ich hab's die ganze Spiel verloren. Ich hab den echt unterschätzt, muss ich sagen. Den echt unterschätzt mit den Karten. Ey. Alter Schwede. Der ist richtig gut. Junge. Nein. Ach, fuck, Alter. Ja, hör mir auf, ey. Ach, komm. Verloren, ich habe keine Karten mehr. Ich kann nicht mehr gewinnen. Kann nicht mehr gewinnen.
Der hat 4 Karten. Ich hab 2. 2 so scheiß Sonderkarten, ey. Was willst du denn machen? Was willst du denn machen? Ich hab verloren. Ich muss passen. Ich kann ja nichts machen, ey. Ja, und jetzt kommt der wieder ein, der Wichser. Alter, der ist aber echt stark. So, ich spiele mal nicht gegen den. Verkauft haben wir ja, sehr schön. Wo willst du hin? Wo ich hin will? Ey, Plätze, du essen? Willst du trinken? Auch ist die lieb. Oh, ist die lieb. Was in Kraftsburg passiert ist, sie waschen immer noch das Blut von. Wir sind in Plane. Trink lieber etwas Met in der Taverne. Hey, Plätze, komm, gehen wir zu unserem Metzger. Alter, komm, gehen wir zu unserem Metzger rüber. Falls ihr die Folge nicht gesehen habt, jetzt hört mal genau hin. Plantane ist es. Ach, der ist gar nicht da in der Nacht. Schade, hier ist nämlich... Ja, der Charakter mit dem mit Abstand coolsten Spruch ever. Wenn ihr genau wissen wollt, was ich meine, schaut euch Folge 246 an. Alter, ich hab mich nicht mehr gekriegt, ohne Witz. Ach, im Plantane sind wir jetzt, Etzeltle. Schau noch an. Implantane sind immer, hat er gemacht. So, wir sind jetzt auch schon hier am eigentlichen Ziel. Und wir gucken uns mal einen Bandit. Komm, den greif mal an. Schlechte Idee. Boah, den habe ich aber richtig geil runtergeholt, ey. Stumpfes Beil, okay. Ja, großartig Zeug haben die Ahnen. Ja, lass mir liegen. Ganz ruhig. Ich kann die ja theoretisch beruhigen, jetzt pass mal auf. Cool, jetzt könnte ich theoretisch mit dem Pferd rein. Cool, ne? Ah, nicht schlecht, machen wir aber nicht. Denn wir müssen hierher. Was haben wir hier Schönes? Das war kein fairer Kampf. Hatte keine Chance. Das Blut ist sogar noch feucht. Was ist hier passiert? Zutaten sammeln wir mal. Können wir noch interagieren? Okay, das ist ja der kaputte Wagen. Ah, da hinten ist was. Die Spur ist noch frisch. Die Spur ist noch frisch, dann folgen wir mal der Hexenspur. Das Blut ist sogar noch feucht. Auf dem Boden ist Blut. Viel Blut. Wo ist denn hier los? Mit immer mehr, ey. Noch eine Alter. Spur. Das Blut ist sogar noch feucht. Hier, noch eine Spur. Hier halt mal.
mit jedem jetzt. Wohin folgt die Spur? Das Blut ist sogar noch feucht. Cool, hey. Ach, schau her, wir können mit dem Ghoul, mit dem toten Ghoul, können wir interagieren. Das Blut ist sogar noch feucht. Schau nur an, was hat denn der Schönes? Okay, das Ghoulblut ist noch feucht. Das Ghoulblut sei schon. Noch ein Opfer. Ah, Brief an Jane. Sehr schön. So, lies den Brief, den du bei der Leiche der alten Frau gefunden hast. Machen wir doch gleich mal hier schön in dieser Umgebung. So, lala, Brief an Jane. Oder Jane. Entschuldigung. Jane, mein liebster Sohn. Wir sind derzeit vom Pech verfolgt. Das Schiff von Singas Mann ist auf der letzten Expedition im Sturm zerschellt. Björn hat überlebt, den Göttern sei Dank. Aber es werden Wochen vergehen, bevor der Kapitän wieder ein Schiff gebaut hat. Bis dahin muss das Leben weitergehen. Wir essen jetzt von den Wintervorräten. Ich wage nicht daran zu denken, was geschieht, wenn sie aufgebraucht sind. Darum schicke ich Singa zu dir und bitte dich in unserer aller Namen um Hilfe. Wenn du kannst, gib Singa Arbeit. Und dann kommen Björn und ich zu dir nach Caer Trolde. Vielleicht gibt es auch für Björn Arbeit am Schmiedefeuer. Wenn ihr auf Caer Trolde auch keine Arbeit habt, dann leihe Singa bitte wenigstens ein paar Koper. Ich zahle dir alles mit Zinsen zurück, wenn wir die Not überwunden haben. Es glaubt an dein gutes Herz und dankt dir im Voraus. Deine liebende Mutter. Sehr schön. So, gib dem Schmied von Caer Trolde den Brief. Das machen wir doch. Jetzt ist die Frage, wie machen wir es? Laufen wir? Oder reiten wir? Und bis ich jetzt hier eigentlich weiter... Ui, was macht denn ihr hier? Hallo. Wir leben anständige Leute. Das ist, glaube ich, eine Familie. Hä? Auch mit Musik. Seid ihr sowas wie Zigeuner? So, hier kann ich aber leider nichts tun. Wir lösen unsere Probleme selbst. Aber ihr habt recht große Zelte für drei Mann. Oder für vier. Wir leben anständige Leute. Das glaube ich, mein Freund. Das glaube ich. Ui, was haben wir denn hier Schönes? Hey, hallo. Sir? Du bindest hier den Stein oder an, oder was? Ach ja, jeden sei Hobbys. Was? So, wir laufen mal hier Köffel ein. Fix, das hätten wir vielleicht jetzt gar nicht so gesehen, ne? Wenn wir jetzt mit dem Pferd hier gereist werden. Ui, jetzt müssen wir hier über den Berg. Ich hoffe, wir kommen hier drüber. Vielleicht haben wir hier noch Fragezeichen, Mensch. Wir haben hier 59 Fragezeichen, ey. Ach, das ist aber doch ein Stückle, ne? Schau noch an, hier haben wir Monsterlager. Und hier haben wir aber auch noch Fragezeichen, ne? Die könnten wir vielleicht... Vielleicht, ne? Ich betone jetzt nur mal auf vielleicht mitnehmen. Hey, Männer. Die üben schon mal. Alter, wir haben jetzt auch schon wieder Arztgellige, ihr Rogne. Wir haben jetzt auch schon wieder 25 Minuten gespielt, ey.
Hey, mein Freunden Freund. Zeigen wir das Herz, Feinden die Axt. Merkt ihr das? Ja, Chef. So, ich beginne jetzt nochmal hier, aber hier rüber zu diesem Monster. Wenn wir hier schon unterwegs sind, ne? Ach, das ist eine Höhle. Dann brauchen wir doch unsere leckere Fackel hier. Waren wir hier schon mal? Ich glaube, dass wir schon mal hier waren. Ach, ein Geist, warte mal. Komm her! Nein! Ui! Yes! Trank aus Trinl. Schwert eines Kriegers der wilden Jagd. Schwert eines Kriegers der wilden Jagd. Gibt's hier sonst noch was? Ach, schau einen an. Harz, Rüstung, Floh und Stahlblech. Arzgellige Aketon. Eine Rüstung. Hm, Gesellenwaffenreparaturset ist immer schon. Mariborer Schwert. Mehr gibt's hier wohl nicht, ne? Hier komme ich nicht hoch. Wie komme ich denn dann darüber? Hä? Warte mal. Hier geht es irgendwo hin. Ich nehme mal Hexersinne, aber da gibt es auch nichts mehr. Vielleicht kann ich das mit der telekinesischen Quelle. Was hat es jetzt gebracht? Ah, jetzt weiß ich, was es gebracht hat. Gar nichts. Okay, ich komme hier einfach nicht hoch. Egal, aber wir haben ja unser Zeug. Ein Schwert der wilden Jagd, das müsste theoretisch. Müsste das doch wirklich besser sein als alles andere, was wir haben bis jetzt. So, wenn wir schon mal hier sind, Freunde. Machen wir gleich mal das noch, ne? Aber das machen wir, denke ich mal, in der nächsten Folge. Ich werde mal kurz ins Inventar gehen. Schwert eines Kriegers der wilden Jagd, ey, willst du mich verarschen? Es ist schlechter als unseres Mariborer Schwert. Skellige Aketen. Angriffshandschuhe. Oh, die schauen aber cool aus, ey. Die schauen aber cool aus, schau her. Die nehmen wir mal, einfach weil sie cool ausschauen. Sehr schön. Für was ist eigentlich das? Ja, wo war's denn jetzt, ey? Wo war's denn jetzt? Trank aus Tier, vitalische Regeneration. Ah, okay. Das ist einfach was zum Trinken. Quasi Red Bull. So. Hätten wir die Werbung heute auch wieder gemacht. So, sehr schön. Dann hätte ich gesagt, liebe Freunde, machen wir hier eine Pause. Bedanke mich fürs Zuschauen und morgen geht es dann weiter hier zum nächsten Fragezeichen. Ich hoffe, wir werden es finden. Ich muss da wieder schon drüber kratzen. Oder außenrum, wir werden es sehen auf jeden Fall. Macht's gut. Ciao, servus.